Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Jawohl, wir waren ja zuletzt stehen geblieben. Ihr habt gar nicht mehr mitgekriegt. Ich habe dann gestern noch oder letztes Mal noch hier meinen kleinen Shelter hier aufgebaut. Und jetzt gucken wir mal eben. Ja, wunderbar, alles noch da. Aber irgendwie ist die Axt gerade. Was ist denn das jetzt? Kutschun. Ah. Inventar können wir noch. Okay. So. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den Speicherstand nochmal geladen einfach. Und stehe jetzt hier schon ein bisschen länger. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Das einzigste. Oh, ich hasse Fliegen, Alter. Kennt ihr das, wenn das dann so richtig geil kitzelt? Boah. Puh. Da tränt gleich mein Auge, ey. Wahnsinn. Naja. Gut, das einzigste, was mir jetzt nämlich bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass die Axt komplett verschwommen ist. Ich probiere das jetzt mal eben mit der anderen Axt auch noch. Und die ist scharf, also. Ich habe. Ja, okay, jetzt ist die auch scharf. Wunderbar. Jetzt verpiss dich! Dreckiges Fliegenviech, ey. Die Biester, weißt du, die können auch nicht aus dem Gesicht gehen. Ne, die müssen immer ins Gesicht. So. Jetzt habt ihr leider in den Kommentaren letztes Mal nicht reingeschrieben, was wir machen sollen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Problem, weil das dann nicht wieder an mir hängen bleibt. Ja. Ich will ja eigentlich da die Community ein bisschen mit einbeziehen, aber gut, dann muss ich das wohl entscheiden. Und ich entscheide auf jeden Fall, Master, das da hinten ist gar kein guter Platz. Jetzt haben wir mittlerweile aber echt schon viele von diesen blöden Computerchip-Dingern und mich würde echt mal interessieren, was man damit tun kann. Gute Nacht. So. Irgendwas muss man damit doch machen können. Ja, bloß die Frage, was? So. Ich würde sagen. Sorry, Leute. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt nochmal einen besseren Platz. Auch wenn es nervt. Aber. Hoppala. Jupp, guten Tag. Ich hab euch auch lieb. Habt ihr mich auch lieb? Ja, eindeutig. Die lieben mich über alles. Tschüss. Tschüss. Oh, wie die mich lieben. Wahnsinn. So. Ach nee. Piss dich, Ball. Okay. Die Frage ist halt wirklich, was brauchen wir denn jetzt eigentlich wirklich dringendes? Ich würde ganz gerne mein Haus jetzt mal fertigstellen. Und ich war sehr erstaunt, weil vorhin kam ein Update und ich war eigentlich schon wieder ein bisschen mies gelaunt, weil ich dachte so, jetzt schon wieder neu anfangen. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Aber der hat trotz Update jetzt diesmal alles gespeichert. Wenn wir Glück haben, dann haben die das jetzt gefixt und das bleibt so. Das finde ich mega cool. Ich habe da zwar noch so meine Bedenken, aber möglich wäre es. Sag mal! Verpiss dich jetzt! Dummes Fliegenviech! So.
Da ist noch einer. Zack. Mit einem hässlichen Ball drin, war ja klar. Gut, da können wir mal getrost drauf kacken. Wir gehen einfach weiter. Wir brauchen nämlich langsam mal was zu essen, sehe ich gerade. Und im Schiff ist im Flugzeug ist bestimmt noch was drin. Wusste ich's doch. Yummy, yummy. Mehr yummy, yummy. Oh lol. Warte mal, ist das der vordere Teil? Nee. Das ist aber auf jeden Fall ein anderer Teil. Ja. Das ist, glaube ich, schon der gleiche Teil, nur ist da ein bisschen was verloren gegangen. Ja, eindeutig. Okay, interessant. Ah, da ist noch mehr Essen. So. Gut. Zack. Dann würde es mich jetzt mal interessieren, wo wir hier sind. Wir sind schon wieder am Strand. Das ist kein gutes Zeichen. Ich will eigentlich nicht am Strand sein. Ah, wir sind hier. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also, so ein Strandhäuschen ist schon was Cooles. Das sind übrigens wieder die Geisterkisten. Aber. Da ist halt dann so viel, wo man absichern muss. Und das ist nicht sonderlich cool. Allerdings, wenn wir uns eh ein Haus bauen wollen, brauchen wir eh mega viel Holz. Das heißt, es ist sinniger, wenn wir irgendwo im Wald bauen. Da hat sich die Katze auch wieder erschöpft. So. Jawoll! Heartbeat, Alter. Was wir jetzt auf jeden Fall aber machen. Ich feier den Sound gerade. was ich jetzt auf jeden Fall dieses Mal drauf achten werde, ist auf die Synchronisation. Das tut mir echt, ich entschuldige mich auch hier nochmal für letztes Mal. Da ist irgendwas beim Rendern schief gegangen und dann hat sich die Audiospur und die Videospur komplett verzogen. Und dann habe ich besser gesagt geredet und die Kamera kam dann irgendwann auch hinterher. Also sah sehr seltsam aus. Ich hoffe, dass das diesmal jetzt besser wird. Oh, hier sieht's doch. Entschuldigung. Was war denn das jetzt? Ach, jetzt baut sich langsam der Wald auf. Okay. Aber vorhin war noch kein Baum. Und Steine waren da auch noch nicht. Und jetzt werde ich angerufen. Wunderbar. Jetzt kommt das nicht davon, wenn man so geplant wie ich hier seine Aufnahmen startet. Naja, gut, ich gehe da jetzt einfach mal nicht ran. Ich hoffe, der Anrufbeantworter geht jetzt nicht ran. Ja, ich denke, ich stumme mich mal eben. Gut, da bin ich wieder. Was haltet ihr hiervon, wenn wir hier nochmal bauen? Also ich fand das letztes Mal gar nicht so schlecht. Es hätte natürlich geiler sein können, aber... Wir
Hier haben wir, glaube ich, immerhin genug zu essen und zu trinken. Ich glaube, allzu viel los ist hier auch nicht. Und Wald hätten wir da auch einiges. Jetzt gucken wir erstmal, ob denn jetzt eigentlich irgendwas Neues dazu gekommen ist. Bonebench. Houseboat, Simple Effigies. Nö. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir ein Haus an. Und wo könnte es schöner sein als hier, würde ich sagen. Wo ist die Eingangstür da hinten? Dann drehen wir das am besten so hin, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Mann, ey, wo kommen die denn immer her? Da können wir direkt mal hier so ein... Taste. Da machen wir direkt hier oben mal so ein fettes hin. Zack. Zack, jawohl. Arme. Brauchen wir eh alles noch. So. Rein damit. Wunderbar. Gut, dann fangen wir direkt an, würde ich sagen, bevor das hier... Hoppala. Hoppala. Also wir brauchen auf jeden Fall 82 Holz. Das ist eine Menge. Aber... Alter! Diese Drecksfliege. Blong. So, einmal, zweimal. Dup, 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 dup. Einmal, zweimal. So, wunderbar. Hups. Alter, der hätte uns wahrscheinlich... Das war jetzt, glaube ich, ganz gut, dass ich geblockt habe. Ich glaube, der hätte uns erstmal einen halben Kilometer durch die Map geschleudert. So, halt. Kopf zu mir. Beine brauche ich auch. Okay, gut. Haben wir schon wieder einiges geschafft hier. Da hinten kommt noch ein Gast. Hier, Kuckuck. Komm her, Schatzi. Na komm. Du bist da dreckig. Geh dich mal waschen. So. Was war's, was wir noch brauchten? Arme und Füße brauchten wir keine mehr, ne? Keine Ahnung. Irgendwas brauchten wir schon nicht mehr. Das hatten wir schon voll. Ah ja, genau. Arme brauchen wir noch. Füße brauchen wir keine mehr. So, zapp, bidab, bidab, da ist schon wieder einer. Also langsam frage ich mich dann doch, ob das so eine super Idee war. Aua. Aua. Das tat mir weh. Und wo ist der Kopf? Da unten. Einmal, zweimal. Die anderen hauen schon wieder ab. Da kommt die Fliege schon wieder. Oh Gott, nervt die. So, da ist noch ein Arm. Noch ein Arm. Jo, dann holen wir mal die anderen Baumstämme hier noch. Und ich sehe gerade.
Ja, das kann man doch lassen. Also da mal direkt an die Macher von The Forest. Hammergeile Idee. Weiter so. Fügt ruhig noch ein paar mehr Lieder ein. Die hört man immer gerne. So. Ich tick gleich aus, Alter. Und ich hab hier schon so ein hässliches Fliegenfänger-Ding. Oh. Wo wir dann auf jeden Fall auch dran denken müssen, ist, dass wir so ein Shelter bauen, weil das Haus werden wir nicht mehr fertig kriegen. Es wird schon wieder langsam dunkel. Das heißt, die Folge ist bald vorbei. Und wir sollten nicht wieder wie letztes Mal, dass ich dann nachts nach der Folge noch schnell ein Shelter basteln muss. Da reicht uns aber dann auf jeden Fall auch so ein kleiner 5-Shader, weil... Shader vor allem. Shelter. So. Hier so einer. Reicht das voll und ganz. Oh, weh. 14 Stöcke. Gut. Fleißig Stöcke sammeln. Baumstämme brauchen wir noch und 14 schöne Äste. So, zack, zack, zack. Sorry, den musste ich jetzt mir holen. Okay, find something to eat. Okay. Ja, da müssen wir ein Feuer machen. Das braucht schon wieder Stöcke. Scheiße, wie viele Stöcke brauchen wir denn bitte? Jetzt mal eben schnell Stöcke sammeln hier. Okay, gut, voll. Da wären noch Beine übrig. Will jemand Beine? Ich hätte noch ein paar übrig. So. War schon wieder so eine Olle. Wieso gehe ich immer aufs Inventar? So. Zack. Schnell mal hier in der Pfütze ein Feuer anzünden. Warum ist hier nicht alles so pfützig? So, dann klatschen wir uns da ein Lizard drauf. Gut. So, direkt mal wieder was Produktives gemacht, wenn man aufs Essen wartet. Komm, werd fertig. Komm, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Los. Los, dankeschön. So, dann gehen wir eben noch mal schnell auf Stocksuche hier und machen mal eben schnell den Shelter fertig, weil das ist jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Das Haus werden wir leider in dieser Folge nicht fertig kriegen. Ich habe mich angestrengt, aber 82 Baumstämme in 20 Minuten ist ein bisschen heftig. So. Ach so, es ist ausgegangen. Ich dachte schon, das wäre weg. So, jetzt haben wir natürlich
Äste genug wieder. Aber Baumstämme fehlen halt. Da euch zwei hier noch. Direkt rein. 16 von 82 ist. Das wird auf jeden Fall ein langer Weg, so viel ist schon mal sicher. Zack. Unsere Rüstung ist auch wieder ein bisschen down. Müssen wir mal gerade gucken. Aber ich glaube, ja, wir haben noch genug. Okay, wunderbar. So. Ja, gesundheitsmäßig geht's uns ganz gut. Schweres Wort. So, Inventar, Axt her. So. Jetzt muss ich mal eben kurz nachgucken, wie lange wir schon aufnehmen. Na gut, das geht noch. Sind ja nicht ganz 20 Minuten, das heißt, der Takt der Tag-Nacht-Grenzen linksrums hat sich noch nicht so sehr geändert. Weil ich nämlich immer so ein bisschen die Befürchtung habe, dass sie das irgendwann ändern, dass dann der Tag und die Nacht länger dauern oder so. Und ich damit meinen Let's Plays keine Orientierung mehr habe und dann tatsächlich mehr so eine blöde Stoppuhr anmachen muss. Aber scheint immer noch ohne Probleme alles zu passen. So. Gut, can't carry any more raw lizards. Jo, da habe ich nichts dagegen. Okay, Stöcke haben wir genug. Ja. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, was mich sehr interessieren würde, ist, ob ihr mir sagen könnt, was man mit den Seilen alles craften kann. Das würde mich sehr interessieren. Und ja. Natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.